Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Anstalt TV mit den Tageszielen. Heute an Tag 71 und dem lieben Basti. Hallo. Der schon seit, keine Ahnung, ja, der unsterbliche Paul. 10 Minuten versucht mich umzubringen und ich durch meine momentan leichten Internetprobleme einfach keinen Schaden bekomme. Wie ihr seht, hat er mich auch schon ein paar Mal versucht in die Luft zu sprengen und alles und er gibt mir die ganze Zeit Headshots mit der neuen Waffe. Das ist eine super Überleitung, Basti, denn es gab ein Update. Das ist heute rausgekommen, also für euch vor einer Woche. Und da gab es unter anderem zwei neue Waffen. Und diese Waffen werde ich jetzt einfach mal kaufen. Das ist einmal der schwere Revolver für $5.900. Ja, Transaktion. Bist du jetzt ernsthaft hier reingekommen? Basti! Paul, du bist gestorben! Paul kann wieder sterben! War das jetzt notwendig? Wie bitte? Ich bin doch nur reingelaufen. Hast du einen Stern? Ich hab zwei. Merkst du was? Und ich habe eventuell Richtung Ammunition One geschossen. Nur eventuell. Hab ich den jetzt gekauft, den Revolver? Weiß ich nicht. Hat der Ammunition Man dich erschossen? Ja. Also möchte ich jetzt mal ausprobieren, spaßeshalber. Darf ich bitte erste Sachen kaufen? Du kommst da eh jetzt noch nicht rein. Sicher? Hör auf zu schießen. Ja, ist geschlossen. Wo bist denn du jetzt schon wieder? Alter! Das ist doch echt ein Krampf mit dir. Ich beweg mich nicht. Du hast mich übrigens schon getroffen. Ja. So. Aber da kann der Basti ich auf den Kopf schießen, wie ich will. Genau, da der Basti ja eh nicht mich töten kann, kann ich immer meine Tagesziele zeigen. Ein Capture-Kampf, ein Militärstützpunktfahrzeug klauen. Wuhu, wir haben es ja so lange schon nicht mehr gemacht. Oh, da hinten ist ein Basti runtergefallen. Und einmal mit 30 Metern gewagt mit dem Fallschirm abspringen. So, was es sonst noch so Neues gibt durch dieses Update? Wie ihr vielleicht seht, habe ich ein neues Outfit an und ich habe die ganze Zeit so einen orangenen Kreis um mich rum. Das ist das bedeutet, ich bin VIP. Da kann sich jeder zum VIP machen und so eine eigene Organisation gründen. Und für mich war es kostenlos. Und das ist hier der Sekuro Surf VIP. Hacker. Und da kann ich zum Beispiel auch Leibwächter anheuern. Und zwar, wieso ist denn jetzt der Feuerwehrmann böse auf mich? So, zum Beispiel den Basti als Leibwächter anheuern. Zum Beispiel, wenn der Basti das jetzt annimmt, dann kümmert er sich hier um den Feuerwehrmann, der böse auf mich ist. Und wenn er das annimmt, nimmt man das an. Nimm das mal an. Ja, ich bin doch schon dabei. Okay. Basti ist jetzt auch mein Leibwächter. Und er müsste auch gleich, genau, ein Leibwächter-Outfit bekommen. Habe ich schon. Ja, hat er. So, dann gibt's bei diesem VIP, kann man das verwalten, indem man hier zum Beispiel den Namen, dann gibt's hier den Klamottenstil, den man eingeben kann, dann kann man Friendly Fire an- und ausschalten und seine Leibwächter entlassen oder ausschalten lassen. Also entlassen ist ganz normal. Er ist dann kein Leibwächter mehr. Wenn man ihn ausschalten lässt, dann wird er von den anderen Leibwächtern getötet. Dann gibt es spezielle Aufträge. Das haben wir aber alles noch nicht ausprobiert, weil, wie gesagt, mein Internet ist momentan nicht besonders gut. Deswegen ist es nicht unbedingt ratsam, das auszuprobieren. Dann gibt es besondere Herausforderungen, die wir auch noch nicht ausprobiert haben, und bestimmte Fähigkeiten. Wie zum Beispiel Bullenhain-Testosteron ablegen oder bestimmte Fahrzeuge beschaffen oder die Behörden bestechen für die ganze Organisation und so ein ganzes Zeug. So, und ich kann auch als VIP zurücktreten, das mache ich jetzt aber einfach mal nicht, sondern ich versuche jetzt in Ammunition reinzugehen. Aber der wird bestimmt noch zu haben. Er hat noch zu.
Lass du einfach zum nächsten fahren. Ja. Basti spackt hier durch die Gegend. Achso, dann nimmst du das Auto da drüben. Ja. Dann. Warte mal, ich muss. Achso, du sitzt schon drin. Ja, ich habe auch schon zwei Sterne dafür bekommen. Ich muss jetzt erstmal kurz vor der Polizei flüchten. Ne, ich flüchte jetzt nicht vor der Polizei, weil wir müssen ja eh aufs Militärgelände. Weil ich ja ein Militärstütz vom Fahrzeug klauen Wenn muss. Wenn ich dir jetzt gerade sag, was mit diesem Auto abgeht, ne? Dann kann ich dir sagen, ja, ich weiß genau, was gerade abgeht, weil wenn ich bei Richard im Auto sitze, dann sieht das genauso aus. Ach, du bist gegen alles dagegen gefahren? Nicht gegen alles, aber gegen einiges. Aber Basti, was sind eigentlich deine Tagesziele? Ein Radar, also ohne Radar einen Spieler töten, einen Ladenüberfall und einen Capture-Überfall. Auch ein Capture, das ist aber ein schöner Zufall. Dann kannst du ja zumindest eins deiner Tagesziele... Wie das hier aussieht. Basti lernt gerade kennen. Das ist Gold wert. Ja, es ist vorhin, als du gefahren bist, sah es bei mir ähnlich aus. Aber ich bin echt dankbar dafür, dass man... Alter, wo kam der denn her? Ich bin echt dankbar dafür, dass man dich richtig versteht in der Aufnahme. Auch wenn du kein Wort verstehst von dem, was ich rede. Gell? Na, nicht wirklich viel, nein. Bei mir kommt halt nur so Hackschnitzel an. Ja. Und allein das Fahren ist schon extrem witzig. Also ist die ganze Zeit. Ich würde dir sagen, nimm du auch auf, aber du kannst nicht. Ich könnte diese kleinen Clips aufnehmen. Jo. Das aber ich weiß bestimmt. Eh nicht. Alles wird gut. Ich hab nur gerade aus dem Tisch geschmissen. Da ist doch schon ein Fahrzeug. Ja. Ich steig hier auch gerade ein. Ah, tust du das? Ja. Ich hab's sogar schon geklaut. Und ich bin drin, fahr los. Ich hab da nicht mehr viel Leben. Drüber, ne? Wie bitte? Da vorne, ja, am Ende geradeaus und dann, genau. Alter. So, in dem ist du, fahr ich denn da jetzt drüber? Du hättest... Das sah sehr interessant aus. Du hättest da so links springen müssen. Speichern fehlgeschlagen, das ist schlecht. Speichern bei was fehlgeschlagen? Ja, mit der Rockstar Cloud, das synchronisieren. Uah, wo kommt... Das ist echt... Ach, mein Internet ist so schön scheiße. Nein! Wir haben es geschafft, Basti. Elegante Schraube. Alter. Ja. Fahr mal. Dahin. Da ist nämlich ein Eisenbahntunnel, über den wir flüchten können. Alter, das ist so feierlich. Das sieht so geil aus. Weißt du, das Fahren ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, wenn auf einmal von irgendwo ein Auto herkommt. Weißt du, bei mir sieht es halt einfach aus, als hättest du keinerlei Ahnung, wie du mit dem Auto fährst und überall dagegen fährst, obwohl es schon meilenweit vorher sichtbar ist, dass da ein Auto kommt. Ach, schön. Ich habe gerade nicht wirklich viel verstanden. Kannst du ja alles in der Folge, in der fertigen, dann angucken und anhören. Bring jetzt deinen VIP in Sicherheit, sonst lasse ich dich ausschalten.
da ist ein Busch. Jetzt ist der Hubschrauber gerade eben auf einmal vor mir, dann ist er wieder nicht mehr vor mir und tschüss Polizeiauto. Das ist so schön, vor allem hast du noch zwei platte Reifen. Ne, drei. Oh. Ja, ich bin überhaupt über diese Brückengeländer gefahren. Ich hab's mir gedacht. So, liebe Zuschauer, hier seht ihr, was passiert, wenn ihr euch 50.000 DSL zulegen wollt. Ne, VDSL. Das ist ja kein DSL, das ist ja VDSL. Oh. Es funktioniert einfach schlechter als mit 3.000 DSL. Da oben auf die Eisenbahnschienen. Da sind doch schon Bahnschienen. Hab ich doch gerade gesagt. Guck mal, jetzt habe ich keine Räder mehr. Dann müsste ich doch eigentlich auf den Schienen draufbleiben. Theoretisch schon ja, aber ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Alter. Doch, wir sind voller Leute. Komm schon, zieh rüber, du. Danke. Mein Auto ist so leicht rechts dran. Ich find's gerade sehr schön, ehrlich gesagt. Oh. Tja. Geparkt. Ja, lehn dich nach hinten. Geil. Ja, Basti, bewegen? Nein, ach, du bist aus. Wieso bist du denn ausgestiegen? Ich hab mich verdrückt. Ah, da kommt mal wieder hoch. Okay. Dein Ernst? Weißt du, wie scheiße schwer das mit diesem Auto irgendwie noch gerade auszufahren? Ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Komm, noch ein Meter. Jetzt haben sie uns aus der Sicht verloren. Hä? Was? Nein, bei mir haben sie uns gerade wiedergefunden. Ja, dann wenn ich hier raus. Fahr einfach ein bisschen hin und her. Wir müssen uns gleich wieder verlieren. Warum sehen die uns denn noch? Hier von dieser Radbahn. Also mich sehen sie nicht mehr. Hey, warum bist du davon ausgestiegen? Damit sie mich nicht mehr sehen. Nee, ich schieß jetzt nicht. Am Ende sehen sie mich wieder. Oder hören mich besser gesagt. Beweismittelvernichtung. Paul, ich will von Schienen runtergehen. Hm. Paul von den Schienen runter. Jetzt sehen sie mich wieder. Bist du gerade gegen den Zug gelaufen? Ich wollte eigentlich draufspringen, aber ja. Wenn du mich jetzt schlägst, bin ich tot. Los als Info. Ja, ich hab die Sterne gerade verloren. Basti, das war. Warum hast du denn unser Auto kaputt gemacht? Was eh schon tot war. Und so hatten wir gut kurz Lagerfeuer. Ja, aber jetzt brauchen wir erstmal ein neues. Weil ich muss ja zur Ammunition. Warum musst du da? Okay. Ich hätte ja eigentlich Waffen gekauft, aber dann hat ja jemand Ammunition Mann erschossen. Konnten ja nicht mehr erschießen. Ach, ich könnte mir ja einfach ein Auto bestellen. Ich bin ja ein VIP. Das habe ich ja irgendwie total vergessen. Warum kriege ich jetzt einen Anruf vom Pegasus? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Oh, das ist ein Höflichkeitsanruf. Oh, das gibt's. Basti, hier unten steht ein Auto. Au, au, au. Ja, halt weg vom Steuer. Oh halt, Gott. Stopp. Halt. Ja, ja. Stopp. Ich bin dein VIP, dein. Aua. Warum kannst du mich schlagen? Und ich dich nicht. Weil ich toll bin. Weil ich so schön bin, so schlau, jetzt. Krank. Falscher Sitz, aber okay. Ja, ich wollte eigentlich hinten einsteigen, aber ging nicht. Sitze ich eben mal neben meinem Leibwächter.
Ja, Basti, ich weiß, dass ich am Lägen bin. Oh, wo fahren wir eigentlich hin? Fahren wir zu dem, was du gerade kaputt gemacht hast? Nein. Da gibt's eine. Da ist ein Ambulation? Okay. Was tust du denn? Hier sind doch nicht mal Autos. Warum Alter. Stehen geblieben denn? Ja. Warum? Weil ich den Wegpoint setzen wollte, aber dann habe ich gemerkt, du hast ihn schon gesucht. Ach so. Guck mal, ich kann sogar unfallfrei fahren. Wenn du die Aufnahme siehst, weißt du, dass das nicht unfallfrei ist. Alter. Was denn? Wie kaputt dieses Auto ist. Ach, wie schön, dass der Lichtkegel von der vom einen Scheinwerfer 4 cm vom Auto anfängt. Oh, da war ein Auto. Oh, laber, in 900 Metern ist da ein Ammunition, da kann ich endlich die neuen Waffen zeigen. Okay, mein erster. Jetzt habe ich meinen linken Scheinwerfer verloren, sonst ist das Auto heil. Ah, alles klar. Also bei mir zumindest. Bei mir fehlt schon Kotflügel. Motorhaube ist total eingedellt. Heckscheibe ist kaputt. Meine Scheibe ist kaputt. Geil, was bei dir alles so ist. Gell? Das gibt bestimmt einen kleinen Unfall bei dir. Nee. Oh, wir sind da. VIP-Parkplatz für VIP-Personen. Aua. Guten Tag. Darf ich auch so schließen? Nein, Basti, hör auf. Schwere Revolver kaufen. Mit der VIP, ach du Scheiße, für 30.000 eine VIP-Variante kann man mal machen. Hallo? Hey, Transaktion ist bearbeitet. Die Pistole hatte ich doch schon. Ach, anscheinend hatte ich die nicht. Wie sieht die denn in Orange aus? Oh, nee. So, und ein Springmesser für knapp 2.000 Dollar, das man wahrscheinlich nicht customizen kann. Oh, doch. Oh, oh. Nein. Doch, für 12.000. Ja, doch, du kannst das... Für die, es gibt es, oh, es gibt's jetzt alle Waffen in der VIP-Variante und so? Nein, das nicht. Das okay. Sind die einzigen beiden. Das finde ich auch besser so. Ehrlich gesagt. Sieht aber schon gut aus. Das stimmt. So. Jetzt habe ich die Waffen gezeigt. Es gibt auch ordentlich viele Fahrzeuge. Unter anderem gibt es auch, man kann sich für eine Yacht selbst zusammenstellen. Im Preisbereich von, ich würde mal schätzen, 8 Millionen bis 10 Millionen. Ich weiß nicht, ob es als Apartment zählt oder als Gebäude oder als Immobilie. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht genug Geld, um das rauszufinden. Deswegen werden wir das irgendwann mal sehen. Was? Ah ja, gut. So, Basti. Mhm. Ich werde nun einen Capture-Kampf hosten, okay? Warte mal kurz, guck mal, ich möchte... Ja, aufmach. Oh, ich bekomme 5.000 dafür, weil ich Leibwächter bin. Ja. So, was möchtest du machen? Warte mal, wo ist denn das? Ah, das sind da Schrotflinten. Guck mal, ich hab ein Trommelmagazin angebracht. Geil. Oh, du hast auch eins. Bugs dich. Ach, kann nicht. Ach, ich kann ja gar nicht schießen. Alter. Die ist, okay, der ist tot. Genau. Ein Capture-Kampf. Capture. Das ist Kampf. Den hatten wir noch nicht. In der Aufnahme. So, Basti. Das Auto spackt da rum, das kotzt. Ja. Ach, Basti, reg dich nicht auf. Was soll ich denn sonst machen? Hosten. Nein, du hostest. Ja. Ich musste gerade auswählen, ob ich den hosten möchte. Alles klar. Geht ja, alles klar. Ich kann mir keine Panzerung kaufen. Warum nicht?
Paul, das Auto hat sich in der Tür verkeilt, deswegen kriegen wir das Auto nicht mehr raus. Egal, wir brauchen das Auto auch nicht. Du nimmst nämlich jetzt die Einladung an. Die Anladung ein. Ach, Basti. Du hast doch gar nicht verstanden, dass ich mich versprochen habe. Oh, okay. Tut mir leid. Und außerdem, wieso kritisierst du deinen VIP? Geht's noch? Was? Ja. Oh, das haben wir das nicht schon mal gemacht? Wir haben das schon mal gespielt, aber wir haben es noch nie in der Aufnahme gehabt, soweit ich weiß. Komm, drück bereit. So, und wie kann ich dich jetzt unsichtbar machen? Nicht unsichtbar, sichtbar. Ah, nee. Du rufst bei Lester an und dann Spieler aufdecken. Was heißt denn jetzt Verlierer? Warum habe ich denn verloren? Ich habe auch verloren. Ja! 15 Japan-Punkte. Warum? Und warum bist du nicht mehr in meiner Lobby? Ja, weil du wahrscheinlich das Spiel verlassen hast. Oder ich. Wahrscheinlich ich eher. Hat es jetzt gezählt? Naja, rein theoretisch hast du es ja gemacht. Eben. Ja, Ziel abgeschlossen. What the fuck? Vor allem, ich werde halt einfach mitten in der Stadt wieder gespawnt. Achso, da. Oh, speichern erfolgreich. Das ist schön. So, dann gehe ich jetzt kurz zu einem Helikopter. Das war das kürzeste Capture. Wie bitte? Ich gehe in der Zeit einen Laden überfallen. Ja, macht Sinn. Oh, mein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Wie ist das denn passiert? Verstehe ich gar nicht. War das das, was ich in die Luft sprengen sollte? Nein. Das war ja nicht versichert. Ach, stimmt. Du hast ja versucht, mich zu töten, hast dich dabei selbst in die Luft gesprengt. So ungefähr. Das Haus, wo wir jetzt gerade Capture machen wollten, kann man auch kaufen, ne? Ja. Mittlerweile. Nee, vorher auch schon. Echt? Okay. Ein Laden, glaube ich. Ich wollte einen Laden schieben, aber im Grunde. Ich glaube, der Basti ist müde. Mit dem Revolver überfallen. Dann mach das. Dann kannst du das jetzt machen. So, ab in den Helikopter. Helikopter. Alles wird gut, Basti. So lang. Ja, willst du mich immer noch zum Arzt schicken? Angebracht wär's. Ich verstehe das aber nicht. Basti. Mir geht's doch super. Ja. Ja, ich bedrohe jetzt mit dem Granatenwerfer. Komm. Alter. Der war doch schon. diese Sixpack Bier, die bei denen auf dem Tresen stehen, ne? Ja. Die kriegen doch normalerweise nur ein Loch, ne? Wenn man drauf schießt. Ja. Ja. Ich muss schon sagen, das Ding ist so geguckt, durch den kompletten Laden geflogen. Geil. So. Nein, wieso hebst du den jetzt ab? Warum stellst du den Helikopter, wenn du nicht abheben möchtest? Nein, ich wollte einen klauen, aber der ist gerade vor meiner Nase abgehoben. Abgehoben? Ach halt, Basti. Basti, du verstehst doch gar nicht, wenn ich mich verspreche. Was laberst du denn? Was laberst du? Was laberst du? Laber nicht, Schweine labern auch nicht. Ja, steigt noch gemütlich aus, wenn die Polizei mit der Schrotflinte auf dich schießt. Oh. Basti hat Spaß. So, ich muss jetzt mal kurz gucken, ob ich einen Fallschirm hab. Sobald du in den Helikopter einsteigst, ja. Nee, ich meine, einen eigenen. Gut, dann muss ich nämlich jetzt erstmal kurz zu Ammunition. Warum willst du dir jetzt einen Fallschirm kaufen? Weil ich nicht aus dem Helikopter abspringen werde, sondern von einem Dach. Und dafür brauche ich einen eigenen Fallschirm. Und den muss ich erst kaufen. Sobald du einmal in den Helikopter eingestiegen bist. Ha, das ging ja nicht. Du
bist ein Spasti, ey. So richtig. Ach, ging ja nicht. Wieso? Was? Warum? Warum tust du sowas? So. Hallo, Amunation Mann. Wir haben uns heute schon ein paar Mal öfter gesehen. Hast du irgendwie Zwillingsbrüder? Vor allem der Witz ist, ich habe mir gerade vorhin eigentlich einen Fallschirm gekauft vor der Aufnahme. Voll nicht gescheit. Oh, eine dicke Frau. Wir sterben. Basti, hast du etwas gegen dicke Frauen? Nein, gegen Frauen an sich habe ich was. Nein. Alles klar. Alles klar, jetzt Basti. Jetzt werden zwei von mir weg. Das ist jetzt blöd. Erst die mit dem Afro oder erst ohne Afro? Afro ist langsamer. Och, die ist genauso dick. Warum ist die jetzt langsamer? Alter, Basti. Oh, jetzt habe ich wieder einen Stern. Aber die hatte $21 dabei. Hat sich gelohnt. Oh, da ist noch ein Mann mit Batschkap. Der rennt gar nicht mehr so schnell. Oh, die Joggerin ist langsamer. Basti hat wieder Spaß. Der Richard hat vorhin mal unsere Statistiken verglichen. Und ihm ist aufgefallen, dass ich 120 Spieler mit dem Gefechts-MG getötet habe und du 108 Mal von einem Gefechts-MG getötet wurdest. Wo kann man das denn alles nachgucken? Unter Position 1 und dann Social, nee, und dann Statistiken und dann kann man das irgendwie... Weg mit deinem Hand. Alter, der hat mich aber gerade voll gekontert, der Kerl. Dafür muss er sterben. Alles klar. Weißt du, ich wollte gerade auch mit dem Messer auf ihn los, dann blockt er meine Messerhand ab und boxt mir voll in den Unterleib. So, Tagesziel. Das Kind wäre jetzt hin gewesen. Tagesziel abgeschlossen. $25.000, 3000 Erfahrungspunkte. Und das war's dann auch schon von der heutigen Folge. Weil wir haben jetzt auch schon 27 Minuten. Noch ein paar überziehst du immer. Ja, weil du mich bei Ammunition getötet hast am Anfang. Ich hab dich nicht getötet, der Animation-Mann hat dich getötet. Ich konnte dich ja die ganze Zeit nicht töten. Ja, jetzt zöger noch die Atmut raus, Basti. Okay. Also. vielen Dank fürs Zusehen heute bei den Tageszielen an Tag 71 mit Basti und mir. Ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und, natürlich haben die Spaß. Die haben immer was zu lachen, wenn ich dabei bin. Also, was Dummes kommt auch nicht immer vor. Ich sag dazu jetzt einfach nichts. Dankeschön. Hoffentlich schaltet ihr auch morgen wieder ein, wenn es heißt GTA Online Tagesziele, Tag 72 bei Anschalt TV. Außer es ist wieder so der Fall, dass das Internet streikt und nichts mehr funktioniert, dann kommt natürlich keine Folge. Aber dann gibt es wahrscheinlich einfach ein Infovideo. Oh, das tat ja schon weh, echt beim Zuschauen. Oh. Basti hat schon scheinbar wehgetan. Also ihr werdet auf jeden Fall mitbekommen, wenn keine Folge kommt oder warum auch immer keine Folge kommt. Bis dahin. Bis morgen. Genau. Bis morgen. Schönen Dienstagabend euch noch und bis morgen. Tschüss. Tschüss.